Cheerio, meine Lieben. Ja, Chemnitzer Ultras, willkommen zurück zu FIFA 20. Ich musste jetzt mal kurz raus, mal Rust haben. So, also man kann nicht sagen, wir sind gefestigt auf Platz 8. Das heißt, wir haben mit dem Abstieg nichts zu tun. Wo jetzt Jena 1860 und die Würzburger Kickers gerade drin hocken. Aufstieg, ja, Ingolstadt weit vorne, Kaiserslautern spielt mit Unödingen. Also wir sind jetzt recht relativ gefestigt da im Mittelfeld, werden definitiv nichts mit dem Abstieg zu tun haben. Freigabe für Milde, der hat eine Freigabesumme? Nö, 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 nö. Ich wollte ihn zwar verkaufen, aber nicht für eine Freigabesumme. Nö, 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 nö. Vergiss es. Hi, will ich zwar verkaufen, aber nicht für eine Freigabesumme von 320.000. Ah, 5 Jahre. Stimmt, wir wollten ja gucken, ob Vakai wirklich aufhören will. Gut, Freigabesumme hat er gleich draußen gelassen, sehr schön. Und dann, er verringert sogar sein Gehalt. Gut. So, Vakai wollten wir gucken. Vakai, du willst wirklich aufhören? Nee. Er wägt aus. Wahrscheinlich nächste Saison haben wir da das Verstehen. Nö, will jetzt seine Karriere beenden. Oh Gott. 2-1 gewonnen. Sehr schön. Durch Mario und Garcia. So, dann wollen wir mal ein Training reinhauen wieder. Bonga. Bonga auch wieder einen Punkt hoch. Sehr schön. Ja, aber wie gut die sich entwickeln, ne? Burkhoff und Gesien leider mittlerweile eingeschlafen, wie man sieht. So, gegen Bayern 2. Da werden wir in der nächsten Saison gucken, ob wir da ein paar Spieler abwerben werden, also abkaufen werden. Weil die haben eine Mannschaft voller Talente. Eigentlich könnten wir die jetzt auch gleich mal scouten. Ich glaube, ich werde die dann gleich mal scouten. In der nächsten Aufnahmepause werde ich die dann einfach mal alle scouten lassen. So, meine Nachwuchsspieler, Juan Hang. Auch wieder ein Punkt hoch. Wie gesagt, Su. Müssen wir gucken, der wird definitiv nächste Saison hochzukommen. Gegen 1860 München, dann wollen wir doch mal. 3-1 gewonnen, 2 Tore Mari, 1 Tor Bonga. Wunderbar. Unsere Ziele sind gefährdet. Bäh. So, haben wir jetzt hier jo, Potenzial bis 87. Gut. Und da müssen wir noch warten. Ein Spielerchat haben wir. Wer meckert denn? Ah. Ist toll, dass sie mir jetzt einsetzen, der ersten Mannschaft zugeschickt. Danke. Warte mehr von dir. Ich erwarte mehr von dir. Ich warte, dass du dich weiter verbesserst. Du musst meine Erwartungen übertreffen, wenn du in dem Spiel auflaufen willst. Wohl wahr. Also weiter trainieren. Du hast schon 12 Punkte in dieser Saison hoch Bonus gemacht. Also hat er sich entwickelt. Also von daher. Kjartansson. Ah, guck mal. Kjartansson hat mein Meckern gehört und hat sich entschlossen. Jo, dann mache ich jetzt noch einen Punkt. Burukov, aber Gesien weiterhin ziemlich bescheiden. Da müssen wir mal gucken, ob wir die wirklich noch behalten, die beiden. Ist Milde eigentlich jetzt noch auf der Transferliste? Weil ich habe ja zwar den Vertrag verlängert, aber. Ja, ist noch auf der Transferliste, okay. So, monatlich Scouting ist da. China? Ja, China. Und wieder mal nur bescheidene Leute dabei. Ja. Nö. Nee. So, ich guck mal kurz in den Kalender rein. Spielen wir das Spiel gegen Dortmund oder müssen wir ein anderes spielen? Ich glaube, wir werden ein anderes Spiel mal spielen. Ich würde sagen, wir spielen gegen Ingolstadt, das ist der Tabellenführer. Schauen wir mal, was wir beim Tabellenführer reißen können. Erstmal unter Haching. 2-1, wieder Mario und Bonga. Die beiden sind richtig gut drauf. Danke, dass sie mich wieder aufgenommen haben. Ich muss nicht jedes Spiel, aber ich brauche Einsätze, sonst muss ich in den Verein wechseln. Ich erwarte mehr von dir. Du bist ja nicht ganz raus. Im Grunde bist du einfach Ersatz. Das ist
also nicht mal Reserve, sondern sitzt ja auf der Bank. Su noch einen Punkt. Also ich kann mir auch vorstellen, dass Su wahrscheinlich auch diese Saison schon meckern wird und sagen wird, er will den Vertrag auflösen. Könnte ich mir gut vorstellen. So wie er sich entwickelt. Huch, nee, stopp. Oh nein. Das Spiel ist schon wieder abgestellt. Was ist denn los? Naja, Leute. Dann würde ich sagen, wir sehen uns dann gleich mal wieder. Yay. So, da sind wir auch schon wieder. Ich habe jetzt mal kurz nachgeholt, was ich jetzt... Ich habe die Bayern-Spieler schon mal reingepackt, die wir scouten wollen. Anscheinend gibt es bei FIFA 20 und in Nvidia ein kleines... Oh, 4:0 verloren, the fuck. Gibt es bei FIFA 20 und Nvidia so ein kleines Problem. Hab jetzt was versucht. Was? Da es noch nicht geschafft haben, den Vertrag zu verlängern, darf es sich nun ohne Ablöse den Verein anschließen. Also ich finde, dass wir raten ihn, seinen Vertrag zu verlängern. Der ist ausgeliehen. Rosita ist ausgeliehen. Wie soll ich seinen Vertrag denn verlängern, hä? Irgendwie ein bisschen betrunken, Vorstand? Wie soll ich den Vertrag von Guru seht ihr denn verlängern? Der ist ausgeliehen. Huang, Punkt hoch, wunderbar. Günther auch wieder. Hä? Oh, so ein bisschen verwirrt, der Vorstand, ne? Am besten senken sie dafür auch noch mein Prestige, weißt du? Das entscheide ich, sorry, aber es ist halt so. Genau, Christian Früchtel ist schon gescoutet, den hatte ich gescoutet gehabt. Wir müssen halt einfach gucken, was wir nächste Saison auch an, also nächste Saison an Transferbudget haben. Ich glaube, gegen 1860 haben wir auch schon simuliert gehabt, ne? Ja, ich wusste jetzt leider nicht mehr, welche Spieler wir jetzt simuliert schon haben, welche. Oh, Garcia hat sich verletzt. Oh, nö. Ich bin ja kein, wollte jetzt Eigenlob, so ich hätte. Bleib mal gelassen. Ich glaube, ich werde dich auch gleich mal ein bisschen dingsen hier. 4 Monate! Och komm, Alter, dein Ernst? Letzte Mannschaft. Wart mehr von dir. Okay. Ich glaube, ich werde Dings schon mal rausholen. Das hier ist links. Willkommen im Team. Oh, Garcia, das ist nämlich übel, aber was soll man machen? Er wird so jetzt spielen. So. Darf so jetzt zeigen, was er kann. So. Kjartans Zorn, ich glaube, das hatten wir auch schon gehabt, nur wo ich sagte, ja, das gehört, der hat seinen Punkt hoch. Ja, wie bereits gesagt, ich habe keine Ahnung gehabt, wo wir waren, was Boris war und so. Und das Spiel weiß ich auf jeden Fall, dass wir Ingolstadt. Da, dann Lars Lukas Mai ist auch fertig. Ich packe die jetzt auch alle rein, weil, wie bereits gesagt, nächste Saison mal gucken. Sing, ja, bei Sing müssen wir mal gucken, das ist ein richtiges Talent, Sing. Wenn der richtig trainiert wird, kann der richtig Bombe werden. So, monatliches Scouting. Das dürfte doch das erste sein aus Deutschland, oder? Ja, das ist immer noch China. Nein. 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 Da ist auch zu Michael Wagner. Oh, nein, okay. Hat gedacht so, dass der Ersatztorwart vielleicht auch was ist, aber... Nö. So, gegen Unterhaching haben wir auch schon gespielt gehabt. Da hatten wir gewonnen gehabt. Das geht jetzt in Unentschieden aus. Danke, dass ich mich wieder einsetzen werde. Wenn dann bist du eingewechselt worden, da kannst du dich beim automatischen Trainer bedanken. Bleib auf dem Teppich, ganz ehrlich. Und dann mal diese arroganten Eigenlob. Wir gehen so, Alter. Schnauze. Ich denke drüber nach. Ja, wir können ja Casseda einmal spielen lassen. Da, aber jetzt aus Deutschland. Oh Gott, bringt aber auch nur schlechten Kram mit. Also,
Ich sehne die Zeit herbei, wo wir einen Top-Jugendcoach haben. Also Scouts haben, nicht Coach, sondern Scouts. Komm, wir machen eine Konferenz mal mit. Und da. Wir beginnen jetzt mit der Pressekonferenz. Ich werde heute nicht spielen. Rotation ist wichtig. Das muss man vorlesen, das ist immer das Gleiche. Nein, auszuhalten. Glauben Sie, ich kann diesen bis zum Schluss halten. Kämpfen bis zum Schluss. Bis zum Schluss kämpfen. Wir wollen das nach wie vor schaffen. Was am Ende noch nicht reicht, werde ich nicht enttäuscht sein. Wir haben das Spiel gegen die Rivalen Katzenlinien vorbereitet. Wir sind bereit. Wir haben alles getan, um in diesem Spiel in Bestform zu sein. Danke. Bitte. So. Dann muss ich simulieren. Wir wollen ja zu Ingolstadt, ne? 1-0 gewonnen durch Bonga. Bonga. Oh, Alter, diese arroganten Antworten, Alter. Was ist das? Was sind das alles für Charakterschweine? Schöner Sieg. Ich wusste, dass es das einen Sieg geben wird, wenn ich spielen darf. Bleib mal auf dem Teppich, Junge. Alter. Oh. Alter Hund. Nervt mich auch aber, ne? So, wichtige Spieler, jetzt nervt so langsam. Viel zu 1 gewonnen. Ja, kann Günther erstmal wieder ein bisschen sich aufs Training fokussieren, damit der Castella definitiv auch überholt. Oh, diese Charakterschweine, das ist so widerlich, Alter. Das haben die doch extra eingebaut jetzt mit diesen. Dass die Spieler so kacke, arrogant sind, hassen. Oh. 2-2. Ich speichere. Ich bin jetzt paranoid geworden. Ich speichere jetzt immer zwischendurch. So. Ich möchte öfter spielen, das ist nicht für meine Karriere. Du gehörst weiter zu 7. Ich habe es im letzten Spiel mit unterschiedlichen Karten, aber du gehörst weiterhin zum Team. Keine Sorge. Selbst Wakai spielt noch für Indien. So. Na, Huang. Ich wollte Huang. Sag mal Huang. Huang oder Huang. Da hoffe ich mal, dass er sich noch bis zum Ende der Saison mindestens auf 60 erhebt. Das könnte ein guter Backup werden vielleicht. Ah, Abschlussberichte sind da. Einmal hier, Stanicic, nein, leider nicht das, was ich erhofft habe. Senkbeil, Kilian Senkbeil ist ja aus Red Bull, also aus Red Bull Leipzig gekommen. Chris Richards. Ja, nehme ich mal mit rein. 19 und 61 finde ich in Ordnung. Dann haben wir hier noch Rausch, nein. Hier haben wir Köln, 21, 62 finde ich ein bisschen, ne? Ortunsens, nein. Batista Meier natürlich. Klar. Obwohl wir jetzt immer schon mal ein gutes haben auf links. Und Dajaku für rechts. Überlegung wert für Castanides. So. Und Ingolstadt? Ingolstadt kommt. Gut. Dann mal go. Automatisch ersetzen. Der fehlte. Wollen wir gleich mal gucken. Schopenhauer, Redemann, Blumberg. Links fehlt? Links und rechts fehlen. Wo sind denn meine. What the fuck, was ist denn hier los? Wieso? Ach du Schande, alle in dem Dings. Die sind alle. Ja, geil, alle in dem Länderspiel-Dings. Holy fu, Alter. Kann einer rechts und links spielen? Du kannst links spielen, Redemann, aber sonst. Müller auch dabei, weil Dings nicht da ist. Alter, was ist denn hier los? Da kann ja dann Blumberg rein. Holy fuck, wie sich die ganze Mannschaft hier so umstellt. Und hier auch. Herr Günther wird dann ja wohl eher spielen, ne? Holy ey. Alle fern in Richtung.
Während der Länderspielpause, während Länderspielpause müssen wir ein Spiel streiten. Finde den Fehler. Alter. Oh mein Gott, ey. Das ist heftig. So. Ja, Ingolstadt natürlich Tabellenführer. Wir sind Sechster. Können eigentlich nichts mehr wirklich machen, um noch an die Aufstiegsränge ranzukommen. Aber wir sind gesichert. Wir sind fern der Abstiegszone. Und das ist das Positive. Die Schanzer. Ein schön Kurzweg. So, das ist unsere Ausstellung. Wir müssen viele Leute ersetzen, die jetzt in den Länderspiel in Nationalmannschaften sind. Das ist heftig. Das ist wirklich heftig. Deswegen auch Hohenelle und Redemann auf Außen. Kjartason ist drin, Blumenberg ist drin. Auf der rechten Seite. Mussten halt echt jetzt umbauen. Dank dieser wundervollen platzierten... Alter, das kann nicht angehen. Die haben sogar Beister dabei, sehe ich gerade. Knaller am Tor, finde ich auch gut. Knaller am Tor, Anunu, Antonic hatten sie drin. Schröck, Kurzig, Talhammer ist dabei. Krause, Elva, Wolfram, Beister und Arsch. Okay. Dann machen wir mal los. Bei Beisers Wechsel kann ich mir das gut vorstellen, warum der gewechselt ist. Weil mit Uerdingen ist er letzte Saison nicht aufgestiegen. Und mit Ingolstadt hat er da definitiv natürlich die besseren Möglichkeiten. Oh, Bunga. Bunga bleibt leider an Tonic stellen. Wolfram. Ananu. Das ist jetzt das Team. 57 Tore. Na. Nö, Su ist da, sehr schön. Bei Su ne Abseits, ich weiß. Bei Su eine Überlegung, ob wir den jetzt festen linken Mittelfeldmann machen. Müssen wir mal schauen. Elva. Hoheneder, ernsthaft. Ja, mal gucken. Beister macht sich bereit. Maximilian Beister. Das ist auch so eine Story für die Jahrhunderte, ey. Auch als großes Talent angesehen. Also Beister wurde als großes Talent angesehen. Bam. Ist dann, glaube ich, auch zum HSV gegangen und dann ging das wieder bergab. Der HSV-Fluch. Alter, Beister mit einem Hackentrick, ey. Nee. Augsburg, Augsburg, sag ich jetzt. Ingolstadt ist gerade ziemlich gut am Komm hier, das ist nicht sehr angenehm. Bohl. Schön nimmt der Bonga mit. Ah, schade, hat Schreck aufgepasst. Sonst wäre Burkhardt durch gewesen. Kommt Talhammer. Okay, kommt aber nicht gegen Hohenheimer ran. Dran, vorbei. Das war einer der schlechtesten Pässe ever, Hohenender. Und dann fragst du dich, mit mir hätten wir gewonnen. Mhm. Mhm. Boah, Alter, wir sind ein tödlicher Pass. Elva. So, jetzt wird hier Su geschickt. Su. Sehr schön, Burkhardt. Mari kommt leider nicht ran.
Auf Elva müssen wir aufpassen. Der ist echt nicht schlecht. Da kommt der HK. Ich weiß leider manchmal nicht, wie man die Spieler ausspricht. Deswegen sorry, wenn ich was irgendwie falsch ausspreche. Das war ein Ball vom Beißer zum Nichtsen. Ne? 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 Wir spielen langsam auf. Sehr schön von Mari. Ah. Schröck hat sich da wieder in den Pass reingeschmissen. Genauso wie Schubmauer hier. Nur dass Schubmauer das nicht da kein Kapital rausschlagen kann. Sehr schön von Blumberg. Nach hinten mitgekommen und Ball abgefangen. Mann! Kann er nicht angehen. Ball ist da! Und Günther hat ihn. Jetzt nach vorne mit Redemann. Und Su, der hier schön läuft. Und Bull! War aber abgefälscht. Ecke. Talam hat abgefälscht. Bunga! Dings ist aber einer einen kurzen Weg weggefallen. Egal. 0-0. Ausgeglichenes Spiel. Obwohl Ingolstadt da so ein bisschen drückender ist, ehrlich gesagt. So. Mari ist schon wieder am Hallen, deswegen werde ich mal Hoppe reinschicken. Vielleicht kann Hoppe was reißen. Beister. Hoppe wäre ehrlich gesagt zu schade, um den zu verkaufen. Ich überlege, ob ich den nicht im Sommer ausleihe. Oh, Kernstar zu dem bösen Fehlpass. Beister. Wo ist er? Schrück hier kommt über Burkhardt, Kurzweg. Das war tatsächlich anscheinend Kurzweg gewesen, der da in der letzten Folge Knaller umgenietet hat. Nee. Und Edith auf Blumenberg. Hier haben wir Bohl. Wieder auf Blumenberg. Hoppe verliert dann den Ball gegen Kraus. Und da fängt man ab. Sehr schön gemacht. So, und hier auf Hoppe. Ah, Bonga, leider zu langsam. Sonst wäre Bohl durch gewesen. Elva wieder. Typ ist schnell. Schubmauer, Eder, Beister. Schubmauer dazwischen, sehr schön. Das Krause. Wieder Elva. Talhammer, Beister. Oh, oh. So, Akir geht auch raus. Sie bringen einen neuen Stürmer. Ja, Beiß hat mehr Schüsse als Bonga. Bonga ist halt auch nicht so wirklich der sichere. Und zwar Jensa ist reingekommen. Da haben wir noch schon. Aber nichts. Och Mann, was sind denn das für Pässe, ey? Oh, hier schön. Hoppe. Bonga. Und er macht einen unglaublich schlechten Hochpass. Riedelmann ist da am Stören von Wolfram.
Nee. Die Erwartung für Elva, das ist ganz gut, dass Elva dann mal rausgeht. Elva ist nämlich ein ziemliches Problem da oben gewesen. So, so leid es mir tut, Leute, aber wir müssen mal wechseln. Ich werde auch Zuma raus und für Tuma. Schon die Yavuzi. Kurzweg. Sehr schön rotes Su. Su wieder. Oh, Schröcker die Nicker. Hier kommt der Doppelwechsel, Müller und Tuma kommen für Burkhardt und so. Ah. Verunglückter Kopfball von Redemann. Die nächste Chance kann alles entscheiden, sowohl für Ingolstadt als auch für uns. Blumberg, Blumberg mit dem Fehlpass. Auch Krause mit dem Fehlpass, also sind gerade beide nervös. Ja, Müller hat da Dings rumgehauen, Schröck, aber. Was war das denn? Na? Ah! Sehr schön, Tuma jetzt. Letzte Möglichkeit. Das war's. Ah, 0 zu 0 gegen den Tabellenführer. Naja, was soll man machen? Was soll man machen? Das war ein Hin und Her. Das war definitiv auch ein Hin und Her. Also, man kann da nicht viel sagen. Mein Kinderlein fand ich viel sagen. Danke, dass Sie direkt nach dem Spielende für ein paar Fragen zu uns rübergekommen sind. Ach, gerne doch. Gehen Sie davon aus, dass die Serie weitergeht. Och, hört mich doch mit diesem scheiß Serie, ey. Ein Spielreuter. Wir haben die Leistung insgesamt gesehen. Ich sehe, dass das Team frustriert ist. Zwei gute Abwehrreihen. Wir hätten gewinnt. Zwei gute Abwehrreihen. Wir hätten natürlich mit Toren gerechnet, aber heute standen die Abwehr mal im Vordergrund. Das Ergebnis geht letztlich in Ordnung. Ich glaube, heute hätte keiner eine Niederlage verdient. Hat ihnen bei beiden Spielen das Leben schwer gemacht. Wie werden sie das Problem angehen? Wir müssen an die Offensive arbeiten. Es muss Änderungen geben. Wir müssen an der Offensive arbeiten. Im nächsten Spiel müssen wir offensiv eine bessere... Na, ich glaube nicht, dass es... Ob es nächste Spiele gegen Ingolstadt gibt, bezweifle ich so ein bisschen, weil Ingolstadt aufsteigen wird. So, dann wieder ein Spielerchat, Schopenhauer... Stream darf, ich werde mein Bestes geben. Bleib auf dem Teppich. Ich mag den nicht. Ist genauso angreifend. Dann kann ich einsetzen. Och, Alter, weißt du was? Deine Wünsche sind hier fehl am Platz. Hervorragende Jugendarbeit. Sehr schön. So, Leute, wenn ich das Training reinhaue, würde ich sagen, beenden wir die Folge mal für heute. Ja, beim nächsten Mal werden wir dann das große Spiel gegen den BVB machen. Wer auf jeden Fall mit dem Paar bewerten könntet, denkt an den roten Knopf. Von der Gellerstraße. Und dann sehen wir uns das nächste Mal wieder. Bis dahin. Ciao, ciao.